Nach dem Anschlag gestern in der Nähe von Ankara sind die beiden mutmaßlichen Attentäter offenbar identifiziert. Laut türkischem Innenminister waren es Mitglieder der kurdischen Arbeiterpartei PKK. Die Organisation ist verboten und kämpft für die politische Autonomie der kurdischen Gebiete. Die Türkei hat als Reaktion auf den Anschlag zahlreiche Stellungen in den Kurdengebieten in Syrien und dem Irak aus der Luft angegriffen. Bis in den Morgen hinein greift die türkische Luftwaffe nach eigenen Angaben mehr als 40 Stellungen der PKK im Irak und in Syrien an. Kurdische Quellen berichten von zivilen Todesopfern. Die Luftangriffe, eine Reaktion auf den gestrigen Anschlag in Ankara. Am Nachmittag hatten ein Mann und eine Frau das Feuer auf den Eingangsbereich der größten türkischen Rüstungsfirma eröffnet. Anschließend soll sich die Frau in die Luft gesprengt haben. 7 Menschen starben, unter ihnen beide Attentäter. 22 wurden verletzt. Heute veröffentlicht der türkische Innenminister auf dem Kurznachrichtendienst X die Namen der Angreifer. Beide seien Mitglieder der Terrororganisation PKK, schreibt er. Der Anschlag kam kurz nachdem Erdogans ultranationalistischer Koalitionspartner eine mögliche Freilassung von PKK-Führer Öcalan thematisiert hatte. Der sitzt seit 25 Jahren in türkischer Haft. Geknüpft war die Freilassung an die Bedingung, dass Öcalan die PKK zur Entwaffnung und Auflösung aufrufe. Beobachter vermuten, Teile der PKK könnten eine Annäherung mit dem Staat verhindern wollen. Wenn es tatsächlich die PKK war, könnte es sein, dass es intern einen Widerstand gegen das Niederlegen der Waffen gibt. Dieser Verdacht drängt sich auf und gleichzeitig ist es eine Machtdemonstration gegenüber der Behauptung des Staates, die PKK sei ohnehin geschwächt. Die pro-kurdische DEM-Partei sprach nach dem Anschlag von einer Provokation innerhalb eines möglichen Friedensprozesses. Die PKK hat sich bisher nicht zum Anschlag bekannt.